Die 3000 Roboter laufen auf Hochtouren, transportieren vollautomatisiert rund 37.000 gelbe Warenregale. Bestückt mit Weihnachtsgeschenken und Alltagsartikeln kommen sie zu einer sogenannten Kommissioniererin. Sie nimmt die Produkte von den Robotern entgegen, weiß also, was jetzt nachgefragt ist. Also zu Weihnachten eigentlich immer Spielzeug, aber jetzt gerade, wir haben wirklich alles. Es wird Handy für Handy, die Glasschutzfolie, die Hüllen. Im Normalfall picke ich ganz oft momentan natürlich Masken. Normalerweise sind im Logistikstandort Frankenthal 14 Millionen Artikel eingelagert. In den Monaten vor Weihnachten sind es nochmals 3 Millionen mehr. Die Nachfrage ist groß und so arbeiten hier derzeit 900 zusätzliche Saisonarbeitskräfte. Gabi Arora ist eine davon. Corona hat auch ihr Leben verändert. Da ich jetzt mein Studium abgebrochen habe wegen Corona, weil es mir alles so stressig war und ich ein bisschen Geld verdienen wollte erstmal. Also ich bin bis Dezember, habe ich den Vertrag. Die Verträge der Weihnachtssaisonarbeitskräfte sind befristet. Meist laufen sie von Oktober bis Ende Dezember. Zum festen Amazon-Einstiegsgehalt von rund 12 Euro. Die Gewerkschaft Verdi befürchtet, dass befristete Arbeitsverträge bei Amazon für Menschen im Niedriglohnsektor zum Problem werden könnten. Amazon hingegen betont, man wolle mit den befristeten Verträgen lediglich die Saisonspitzen abfedern, auch um die Stammbelegschaft zu schützen. Damit keiner mehr arbeiten muss, so stellen wir sicher, dass da eine gleichbleibende Arbeitsbelastung ist. Ohne zusätzliche Arbeitskräfte wäre das wirklich schwierig zu bewältigen. Deswegen ist es seit Jahren so, dass wir zusätzliche Arbeitskräfte einstellen. In den letzten Jahren waren es deutschlandweit immer so knapp 10.000 zusätzliche Arbeitskräfte. In den kommenden Tagen werden von Frankenthal aus bis zu 450.000 Produkte pro Tag an Kunden im ganzen Land verschickt.